Oh, hallo, willkommen zu einem neuen Video über Dual Universe. Wir sind hier jetzt auf dem Schlachtfeld von gestern. Gestern war ja das PvP-Event und ja, diese Kästchen, das sind alles zerstörte Schiffe. Und man kann hier noch ein bisschen mehr machen als nur Schiffe zerstören. Man kann die zerstörten Schiffe abbauen und man kann sie auch komplett, wie sie sind, abschleppen mit dem eigenen Schiff. Das zeige ich euch mal. Ich suche mir mal eins raus. Da oben hatte ich schon eins, das ziemlich dicht ist. Vielleicht habe ich Glück und ich muss gar nicht in die PvP-Zone. Das wäre gar nicht verkehrt. Ja, also mir hat es auf jeden Fall was gebracht. Das Event gestern, habe ein bisschen was dazugelernt. Zum Beispiel, dass ein normales S-Shield. Aber das müssen schon starke Leder gewesen sein. Das hat dann beim zweiten Mal nicht mehr viel ausgehalten. Das war auf jeden Fall sehr interessant, da mal mitzumachen. Ja, man kann nämlich die Schiffe jetzt hier einfach so abbauen. Zum einen. Und man kann sie auch so lassen, wenn die jetzt zum Beispiel ein schönes Design haben, von den Wurzeln her. Dann kann man die auch einfach komplett so wie sie sind, den Kern ersetzen. Da habe ich hier schon hier Kerne mitgenommen, X und XS und S. Dynamische, oh, dann wollen wir mal schauen. Vielleicht haben wir Glück. Also ich habe hier schon heute ein paar Schiffe weggeholt, zwei Schiffe insgesamt. Und ja, hier ist keiner mehr aktiv, das konnte ich schön in Ruhe machen. Aber da kommen immer mehr Schiffe zum Vorschein. Ah, jetzt sind wir schon ziemlich dicht. Ah, ich muss doch aus der Safe Zone raus, aber egal. Dann zeige ich euch das mal kurz. Einmal das Abbauen und einmal das Ersetzen des Kerns und das Abschleppen. So, jetzt, wenn wir Pech haben, kann jetzt natürlich auch, hier sind ja noch Schiffe, die nicht zerstört sind, wenn die aktiv wären, wenn die online wären, könnten die mich jetzt natürlich hier angreifen. Wäre natürlich möglich, aber vorhin ist auch nichts passiert und das ist jetzt Mittag rum, ich denke mal, da wird kaum was passieren. Vorsichtig nähern, man darf natürlich an die anderen Schiffe, auch wenn es nur Wrack sind, man darf da natürlich nicht gegenfliegen. Man kann dann immer noch, es ist immer noch die Gefahr, dass man sterben tut oder auch sein Schiff beschädigt, das wollen wir natürlich nicht. Also jetzt schön konzentrieren. Auf 15 Kilometer. Nicht zu schnell werden. Mal ein bisschen Gas geben kann ich noch. Am besten ist natürlich immer so dicht wie möglich an das Schiff ran. Das geht's ja auch nicht. Will das Schiff hier andocken, da muss ich ja dicht dran fliegen. So, jetzt schon mal bremsen. Wir sind wieder ganz schön schnell. Ich hätte mir natürlich im Gunner Seat jetzt vorher auch angucken können. Aber ist ja nur einmal um zu zeigen, was man noch so machen kann, außer nur Schiffe wegballern. Man kann diese nämlich auch einsammeln. So, gleich da sehen wir es auch schon. Ah, mal schauen, wie sieht's aus? Na, ja, man sieht nicht wirklich viel. So, dann werde ich mal hier unter. So, jetzt gehe ich einfach aus meinem Sitz raus.
muss ich natürlich rausgehen, ist ja klar. So, jetzt müsste es über uns sein, genau. Und sobald ich dieses Schiff hier verlasse, auch wenn es Anziehungskraft hat vom Planeten, hat es hier noch ein bisschen, bleibt es trotzdem stehen. Sobald ich das oder wenn ich eine bestimmte Entfernung habe. So, dann können wir jetzt hier einfach so hinschweben. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel, aber man sieht schon, hier sind jede Menge Sachen beschädigt. Ein bisschen hier heranfliegen. In den Baummodus. Ja, das hatte ich vorhin auch, aber es ist trotzdem nichts passiert. So, und jetzt könnten wir die Teile, die noch in Ordnung sind, mal gucken, ob ich was finde. Weiß nicht, ob der Laser hier noch in Ordnung ist. Nein, der ist beschädigt, aber ich habe... Ich habe was zum Reparieren mitgenommen. Muss man aus dem Baumodus raus. Einmal, oh, das dauert zu lange. Ich nehme mal das Bessere. Das Magnatium-Skep, da geht es dann ein bisschen schneller. So, wieder in den Baumodus. Also das ist jetzt besitzerlos, ne? Das, dieses Schiff. Das kann auch jeder andere machen. Der kann das einfach in den Baummenü reingehen. Einfach die Sachen hier Sachen abbauen. Und schwupp, da sind sie in meinem Inventar. Noch die Dynamik. Properties löschen. So. Mal angenommen, das hat jetzt ein besonders schönes Design. Ich glaube, ich hatte das ein ähnliches vorhin schon mal. Jetzt muss ich mal gucken. Man muss natürlich den Kern suchen. Da ist der Kern. So, außen. So, den draufhalten. Rechte Maustaste. Erweitert. Vorher vielleicht noch gucken mit H. Einmal gucken, was für eine dynamische Haupteinheit XS. Die habe ich im Inventar. Die muss man natürlich hier haben im Inventar. Eine XS, eine S. Falls ich ein S-Schiff gefunden hätte, hätte ich auch das NS-Schiff nehmen können. Aber ich nehme jetzt mal das XS. So, also draufhalten, rechte Maustaste, erweitert und Replace Element. Bestätigen. Und jetzt gehört es mir. So, dann gehe ich wieder zurück auf mein Schiff. Wo ist es denn? Da. Achso, jetzt müssen wir das Schiff da irgendwie hochbekommen. Und weil ich bin jetzt, das steht da auch oben. Boarded X-Wing Kafre. Wenn ich das jetzt versuche zu bewegen, dann gibt es eine Fehlermeldung. Du kannst ein Konstrukt, auf dem du stehst, nicht manövrieren. Das heißt, wir müssen einmal uns hier boarden. Jetzt muss ich mal gucken, wie ich jetzt das vorne. So, jetzt bin ich mit diesem Schiff gebordet. Jetzt gucke ich nach oben. Mal sehen, ob es ausreicht. Ja, dann ziehe ich das runter. Jetzt sieht man hier so eine komischen Wellen, das bedeutet, dass die Schiffe sich abstoßen. Dann steht hier, mit dem Schiff, ich weiß nicht mal, ob man das sieht, da Alt plus T to Dock. Und jetzt sieht man da eine Verbindungslinie, das bedeutet, dass die gedockt sind. So, man braucht die nicht unbedingt hier irgendwie jetzt so, die müssen jetzt nicht sich berühren, sondern einfach so in der Luft schweben lassen. Hauptsache, diese Linie ist da. Wieder drücken? Oh, das wollen wir nicht. Das ist nicht so gut. Das hat er vorhin nicht gemacht. Warum macht er das jetzt? Jetzt vielleicht? Jetzt geht's. Muss so stehen bleiben wie jetzt. Das trifft jetzt noch ein bisschen weg, glaube ich. Ich will irgendwie wegschweben. Na, jetzt? Jetzt ist es stabil. Also bisher hat es bei mir immer funktioniert. Ganz wichtig, man kann nur kleinere Kerne, also kleine Kerne, kann man nur an größeren Kernen andocken. Das hier ist ein M-Kern.
Das ist ein XS-Kern. So, ich werde mich mal schnell aus dem Staub machen, bevor mich hier noch einer angreift. Das würde ich jetzt gar nicht lustig finden. So. Am besten erstmal, ja, wie man sieht, das bewegt sich mit. Erstmal, am besten erstmal raus hier. Aus der PvP-Zone. Erstmal in Sicherheit. Ja. Wie ihr seht, man kann Wracks abbauen, man kann die Kerne übernehmen, man kann die Schiffe abschleppen. Man kann so auch eigene Schiffe andocken. Nennt sich das ja. So, denn mal in den sicheren und es bleibt da, wo es ist. Man kann, glaube ich, auch mehrere Schiffe andocken. Ich glaube, da gibt es kein Limit. Genau weiß ich es aber auch nicht. Na nun, achso. Jo, dann werde ich mal zurück mal zu meiner Space Station und dann haben wir noch was vor. Dann möchte ich euch noch zeigen. Dann fliegen wir mal. Achso, wir fliegen einmal auf einen anderen Planeten und zwar in Warp-Geschwindigkeit. Das werde ich euch dann mal noch zeigen. Und dann wollen wir noch mal Asteroiden-Mining betreiben. So, nun bin ich hier wieder in der Safe Zone. Alles gut, nichts passiert. Ja, also wenn man gerade zu Beginn also wenn man auf Asteroiden möchte, sollte man doch besser, wenn man nicht wirklich ein starkes Schiff hat, was Schilde angeht, sollte man vielleicht doch besser in der Safe Zone bleiben und deswegen machen wir das jetzt mal. So, Konstrukte. Leider kann ich da jetzt nicht hinwerben. Was habe ich jetzt gemacht? Als Ziel festlegen. Leider kann ich da nicht hinwerben, weil ich da kein Warp-Beacon habe. Und ich glaube, Warp-Beacon, da braucht man so und so Plasma für. Also das wird für den Privaten wird das so und so unerschwinglich werden. Es sei denn, irgendjemand verkauft mal einen Warp-Beacon. Was sehr unwahrscheinlich, also auf dem Markt, was sehr unwahrscheinlich sein sollte. Jo, ich fliege mal zu meiner Raumstation und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, bin angekommen an der Station und hier habe ich noch ein Schiff, das ich abgeschleppt habe von dem ganzen Trümmerfeld da, wo das PvP-Event war und hier ist noch eins. So, und dann wollen wir mal ein bisschen warpen. Das möchte ich euch auch noch mal zeigen. Und zwar warpen wir in die PvP-Zone zu einem Planeten, der in der PvP-Zone ist, nach Talemai. Das stellen wir hier als Warp-Ziel ein. Dann hier einsteigen. Da muss ich mal gucken, wo hier ich hier einen Knopf finde, sonst ist das auch egal. Nee, weiß ich nicht. Egal. Finde keinen. Lassen wir auf. So, ich habe hier zwei Sitze drin, weil hier ist ein Skript drin. In diesem hier. Das funktioniert leider nicht. Da wurde ja vor einiger Zeit nur Update gemacht und ich habe da die hier zwar angepasst. Ach ne, habe ich doch nicht. Aber funktioniert sowas nicht mehr. Deswegen habe ich mir einen zweiten reingebaut, damit wir überhaupt fliegen können.
So, da haben wir unser Wegpunkt. Können wir auch gleich loswerfen. Wir brauchen für den Warp brauchen wir 32 Warpzellen und man muss natürlich dann denken, man will ja auch wieder zurückwarpen. Und je nachdem, ob man jetzt was zum Beispiel von Talamaya abholen will, braucht man eventuell ein paar mehr Warpzellen, wenn man dann schwerer ist. Also lieber ein paar Warpzellen mehr einpacken. Und da wir ja den ganzen Weg dahin warpen, auch wenn wir in der PvP-Zone sind, da passiert dann trotzdem nichts. Da kann uns keiner angreifen. So, wir klicken hier einfach auf Warp. Und alles andere macht das Spiel automatisch. Das richtet sich jetzt aus. Wie man das jetzt sehen kann. Wenn es sich. Also, es wird nur straks auf seinem Mai zu fliegen. Und dann beginnt auch schon der Warp. Und los geht's. Jetzt sind wir in der PvP-Zone. Aber da wir im Warp sind, wo kann uns niemand angreifen, also da ist man relativ sicher. Da kann nichts passieren eigentlich. So, und man braucht auch keine Angst haben, wir fliegen ja jetzt in zu einem Planeten, der eigentlich in der PvP-Zone ist, aber um jeden Planeten in der PvP-Zone gibt es eine Safe Zone, die ungefähr 2 SU um den Planeten herum ist. Das sieht man auch gleich, wenn es bei 2 SU. Man braucht euch jetzt nichts, man braucht nichts machen, man lässt ihn einfach fliegen. Der bremst von alleine auf 0 runter, auf sichere Distanz. Da braucht man keine Angst haben. So, jetzt müsste, wenn 2 SU ist, dann müsste die Safe Zone wiederkommen. Mal darauf achten. Ja, und da ist auch die Safe Zone. Warp Sequence completed. Wie weit haben wir es noch? 0,9 SU. Ja, also gar kein Problem. Vollkommen sicher, jetzt sind wir in der Safe Zone. Da kann eigentlich hier kann nichts passieren. So, dann warpen wir mal gleich wieder zurück. Achso, wir haben jetzt Cooldown. Mal sehen, wie lange der ist. Eine Abklingzeit, 122 Sekunden noch, wenn ich das richtig sehe. So. Ach, da ist ein Mond von Talamai. Da ist die Sonne. Ich habe die Grafikeinstellung hier ein bisschen runtergedreht. Deswegen sieht die Sonne so komisch aus. Da ist ein Mond. Und da ist noch ein Mond. Tja, also man sieht, das ist bei jedem Planeten so, also bei jedem Warpsprung, wenn man den, da geht ja nicht anders. Beim Warpbiegen ist genauso. Man kommt, hat man gestern ja auch gesehen beim PvP-Event, ein paar Kilometer vorm Warpbiegen bin ich dann zum Stehen gekommen. Ich muss aufpassen. Aber Talamai hat ja eh nur halbe Anziehungskraft wie Aliot. Ein bisschen weg. Und Talamai, dass er uns nicht so sehr anzieht. So, dann können wir auch gleich wieder zurückwarpen. Allerdings müssen wir jetzt natürlich. Ich habe ja kein direktes Warp-Ziel zu meiner Raumstation. Mach ich mal kurz weg hier. Ziel. So, Aliot. Warp-Ziel festlegen. Und dann die Raumstation als normales Ziel festlegen. So, mal noch warten. Jetzt brauchen wir 33 Warpzellen. Warum auch immer. Eigentlich ist ein bisschen komisch. Jetzt sind wir ja eigentlich leichter, aber jetzt brauchen wir mehr Warpzellen als vorher. Sehr interessant.
Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals heute. Aber soll nicht weiter stören. So, wir können wieder warpen. Ich bremse mal runter. Braucht man natürlich nicht. Man braucht auch nicht das Schiff ausrichten hier unbedingt. Wir können auch irgendwie so ganz quer und was weiß ich, schräge stehen hier. So einfach auf Warp. Passengers and mobilization starting. Jetzt fliegt er natürlich direkt Aliot an. Und ungefähr bei 10 SU, weil wir, wenn wir jetzt, ich mache ja vorher einen Abbruch des Warps. Und bei Abbruch kommen wir mit der Geschwindigkeit raus, die maximal möglich ist. Also ungefähr, da muss man natürlich vorher ein bisschen abbremsen, also vorher aus dem Warp gehen, damit man genug Zeit hat zum Abbremsen. Ja, passieren tut auch nichts. Wir würden dann halt nach Aliot fliegen und dann müsste ich halt umdrehen. Kurz vor Aliot sind wir wieder auf 0 km/h. Also das wäre jetzt auch nicht so schlimm. So, los geht's. Aber wenn der normale, der grüne, der Wegpunkt, wenn der bei 10 SU ist, dann beende ich den Warp und dann wird man auch sehen, wie ich aus dem Warp komme und nicht auf 0 runtergehe, auf 0 km/h, sondern die maximale Höchstgeschwindigkeit haben werde. Ist natürlich ziemlich easy, kostet natürlich halt Warpzellen, das ist klar, so, ich muss mich mal konzentrieren. Nicht quatschen, sondern konzentrieren. Wie gesagt, wäre jetzt nicht schlimm, wenn ich den Punkt jetzt nicht ganz genau erwische, das ist nicht so wild. Oder doch aus Versehen nach Aliot fliege, auf den Planeten können wir nicht. Da würden wir vorher so aufpassen. Da würden wir vorher auf 0 gehen, bevor wir auf dem Planeten aufklatschen. Und als Info, ich muss mal kurz aufpassen. So, jetzt auf Stopp. Passengers released. Oh, ich habe noch ein bisschen spät, aber das ist auch egal. Werde ich mal bremsen. Da fällt mir noch eins ein, wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Weg nach Talamai, wenn ich jetzt hinter Aliot bin, also wenn auf dem Warpweg nach Talamai Aliot zwischen uns liegen würde, dann würden wir durch Aliot einfach durchwarpen. Habe ich selbst noch nicht ausprobiert, aber in einem anderen Video habe ich das schon mal gesehen. Da gibt es dann auch keine Probleme oder keine Schäden am Schiff. Das ist kein Problem. Also man kann hier durchaus, wenn man dann genug Warpzellen hat, kann man durchaus sicher durch die PvP-Zone sich bewegen. Da gibt es keine Gefahr. Das ist also durchaus möglich. So, dann fliege ich mal zur Raumstation zurück und wenn ich da bin, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. Oh, da bin ich wieder. Diesmal habe ich dran gedacht, das Mikro auch dichter zu machen, damit ihr mich auch gut hört. So, wir wollen mal einen Asteroiden mal ein bisschen meinen. Darum, also sobald man die Mining Units L hat, könnte man eigentlich schon sich beimachen und den Asteroiden-Miner herstellen. Der braucht nämlich nur T1. Einfache LED, einfache Prozessor, die beiden Sachen können wir sogar am Nanokräfter machen. Oft ein bisschen viel, aber das ist ja kein Problem. So, da müssen wir Elektronikindustrie, das brauchen wir so alles, und das brauchen wir so hier, Metallindustrie auch für andere Sachen. Aber wir brauchen für diesen Asteroiden-Tracker brauchen wir nur T1, also nur die T1-Erze, da brauchen wir kein T2-Erz für. Aber wir brauchen den Asteroiden-Tracker, um Asteroiden zu finden. So, dann klicken wir hier drauf und dann. Wir wollen natürlich erstmal in der Safe Zone bleiben. Wir können ja mal gleich ein Anchor machen. Und dann nehmen wir natürlich einen. Den können wir noch einstellen.
bei Aljudas? Oh, da sind ja noch jede Menge. Okay, mal schauen. Steht hier schon, wie weit die weg sind? Dann tippen wir drauf, klicken auf Start. Aber bestätigen, dass der Witzen ist. Oh, das ist ja so. Ah, dann schauen wir da mal hin. So, den ersten Wegpunkt. Der erste Wegpunkt ist gesetzt. So, da muss ich jetzt mal gucken. Ich weiß nämlich gar nicht, wie viel. Wie viel Treibstoff ich noch habe. Ich habe hier drei Tanks. Oh ja, ein bisschen nachfüllen. Also, Safe Zone ist ja kein Problem. Asteroiden minern. Jetzt mache ich hier einmal eine komplette Runde. Und dabei hätte ich nur einmal einen Treibstoff. Ach, ich bin schon verbunden. Okay, so. Ja, Safe Zone ist ja nicht so das Problem. Aber wenn es darum geht, in die PvP-Zone, also eben zu meiner, war ich natürlich auch schon. Man muss sich eins, am besten man baut ein Schiff. Ach, ich brauche hier ganz anderes. Ich brauche X4. Also im Grunde ist es egal, was man hier einfüllt. Bloß was das, was drin ist, muss, also man kann das nicht mischen. Wenn X4 schon drin ist, muss auch weiterhin X4 rein. Außer man macht das so. Einmal rausmachen. Komplett leer. Dann kann man die Treibstoffart wechseln. Ist nämlich X1. Mal gucken, ob ich noch. Ne, dann muss ich wieder ausfüllen. Aber man kann die nicht mischen. Im Tank selber kann man die nicht mischen. Die anderen wollten X4, ja, und jetzt habe ich X2. Aber es ist egal. Es ist nur deswegen. Ach, ich habe jetzt 2. Achso. X4. Da ist X4. Und irgendwie habe ich jetzt den Faden. Achso. Ja, wenn es darum geht, in die PvP-Zone zu fliegen, am besten ist, ihr baut ein Schiff, das man entbehren kann. Alle Leak-Trickets nehmen einfach nur die nötigen Elemente. Ich muss mal gucken, ich habe jetzt hier, habe ich einen Elemental? Oder habe ich zwei? Ich glaube, ich habe zwei. Das ist natürlich auch viel zu viel. Kriege ich überhaupt nicht voll, also. Ich kriege nicht mal ein M voll. Na gut, ein M habe ich schon geschafft. Aber. Also auf jeden Fall ein Schiff nehmen, dass man entbehren kann. Wo es nicht so schlimm ist, wenn das mal weggeschossen wird, und es bringt überhaupt nichts, da überhaupt kein aufzusetzen. weil sobald man angegriffen wird, kann man den überhaupt kein sowieso nicht einsetzen. Also bringt das schon mal gar nichts. Am wichtigsten ist so leicht wie möglich, dass man hohe Endgeschwindigkeit hat und starke Triebwerke. Das ist das Wichtigste. Und möglichst kleiner Behälter. Und natürlich ein Schild. Ne? Ich habe hier M-Schild, glaube ich. Schildgenerator M, genau. Den brauchen wir natürlich nicht. Wir wollen ja in der Safe Zone bleiben. Ist auch überall das gleiche. Oder kollidieren irgendwelche Elemente? Mal gucken, dass ich hier irgendwie wenden kann, weil da sind jetzt die Behälter im Weg und da ist ein Schiff im Weg. Oh je. So, mal schauen, ob ich hier irgendwie rauskomme. Ah, das wird schon gehen, denke ich mal. So, mal schauen, wo ich hier überhaupt hin muss. Ach, da. Also so leicht wie möglich, dass wir hier die
größtmögliche Endgeschwindigkeit erreichen. Und den Krieg jetzt bauen. Dafür wäre es eigentlich einfach zu schade. Einfach so wie ich. Ich habe hier auch kaum Voxel dran, nur vorne, wo ich denn meinen Sitz habe. Naja, und dass der Asteroidentrecker irgendwann weg ist, weg sein könnte, ja gut, damit muss man leben. Wer damit nicht leben kann, sollte. Aber eigentlich braucht man auch gar nicht unbedingt in die PvP zu gehen. Und da ist wie meiner, weil es gibt auch in der Safe Zone Asteroiden, die das Nötigste haben, was man am nötigsten braucht. Also zum Beispiel Territory-Einheit braucht ja Chromit. Das kriegen wir in der Safe Zone. Es gibt ja auch Planeten in der Safe Zone, die ebenfalls Chromit haben. So, dann fliege ich da mal hin und wenn ich da angekommen bin, dann melde ich mich wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. So, ich bin mal ein bisschen weiter weg. Oder ich bin mal vorher schon stehen geblieben. Weil wir müssen nämlich auf im Umkreis vom Wegpunkt auf 10 Kilometer ranfliegen. Das mache ich mal jetzt. Entschuldige mich, dass ich mich immer räuspern muss, aber ich habe so einen Kratzen im Hals, aber ich möchte trotzdem das Video hier machen. Weil das echt ein tolles Spiel ist. Also nicht böse sein, dass ich mich ab und zu mal ein bisschen räuspern muss oder so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Kratzen im Hals gerade. Also muss bis auf 10 Kilometer jetzt kratzt es wieder. bis auf 10 Kilometer, so schnell fliegen brauchen wir jetzt nicht. Bis auf 10 Kilometer, im Kreis von 10 Kilometer müssen wir, also bis auf 10 Kilometer, mindestens 10 Kilometer müssen wir ran und auch stehen bleiben, möglichst, weil der nächste Scan dauert etwas. Also am besten komplett stehen bleiben. Man braucht nicht unbedingt rausgehen, also wenn man den jetzt über sich hat, dann kann man auch einfach im Licht bleiben. So, dann einmal. Ne? Anklicken, so, dann steht das hier auch. Get within 10 km of the position of scanned. Okay, dann klicken wir drauf. Dann dauert das, achso, hier ist das. Dann dauert das einen kleinen Moment. Und wenn man während dieses Scan-Vorgangs, wenn man wieder 10 Kilometer verlässt, diese Range, dann wird der Scan abgebrochen. Deswegen am besten stehen bleiben. Das ist am besten. Mich wundert die ganze Zeit, warum der so dicht ist. Der ist ganz schön dicht. Was eigentlich schön ist, aber so dicht hatte ich noch nie. Und den Ankommen, also T2 schon. Mehr gespannt, was wir da finden. Da werden bestimmt auch hier 3, jetzt sind nur noch 4 SU. Da braucht man jetzt eigentlich nicht drauflegen, aber ich bin zu gewohnt, ich mach das mal lieber. Der nächste Zielwegpunkt ist automatische Setzung und das müssen wir jetzt immer so lange machen, bis wir hier entlang gekommen sind. Das ist der letzte Wegpunkt, der hat ja meistens nur noch ein paar Kilometer oder 0,5 SU oder so. So, dann geht's weiter. Ganz wichtig, Man muss den Asteroiden-Scanner immer bei sich haben. Es kratzt schon wieder. Und zwar, es bringt nichts, den auf Aliot stehen zu haben. Man kann zwar den ersten Wegpunkt, kann man zwar setzen, den hier, aber man bringt nichts da jetzt hinzufliegen und der Asteroiden-Scanner ist auf Aliot. Man könnte ja zum Beispiel mit der VR-Einheit, wenn ich die hier raufsetze, könnte man ja, der Stellvertreter zum Asteroiden, also auf Aliot zum Beispiel. Und das funktioniert nicht. Es richtet sich danach, wo der Asteroiden-Scanner sich befindet. Also, die Idee hatte ich auch schon, aber das funktioniert leider nicht. So, weiter geht's. Ich werde mal die ganzen Wegpunkte mal abfliegen. Und wenn ich am letzten Wegpunkt bin, dann schalte ich euch wieder dazu. Oh je, einmal komplett. Einmal rum hier.
dann wollte ich noch was sagen. Achso, ich hatte vorhin wegen dem Kergon gesagt. Wollte ich noch schnell sagen. Und zwar wundern sich bestimmt einige, warum es 4 Sorten Kergon gibt. Ganz einfach, man kann das herstellen, wovon man gerade am meisten Ads hat. Das ist die ganz einfache Lösung, weil zum Beispiel auf Haven gibt es ja nicht alle Tier 2 Erze, da gibt es nur, ich glaube, Malachit und Kalkstein, dass man auch für Kupfer mit Calcium angerechnetes Kupfererz braucht. Und deswegen gibt es 4 verschiedene Sorten. Also alles, was hier Kergon braucht, das ist egal, womit das gespeist wird. X1, X2, X3, X4 ist im Prinzip das gleiche. Hat nur verschiedene Ausgangsmaterialien. Das ist der einzigste Unterschied. Dann kann man das herstellen, wovon man gerade am meisten hat. So, dann bis später. So, da bin ich wieder. Ich habe den letzten Wegpunkt. Asteroid ist direkt vor uns, nicht mal weit, 0,6 SO nur noch. Und jetzt gucke ich mal gleich, wo kommt die Sonne von da. Also fliege ich gleich ein bisschen rechts von dem Asteroiden, damit wir auf der Sonnenseite landen können. Ganz wichtig beim Asteroiden, ihr braucht unbedingt, wenn ihr Asteroiden fliegen wollt, braucht ihr unbedingt Vertikalbooster. Braucht kein Schiff mit Schwebetriebwerken, denn auf einem Asteroiden gibt es keine Atmosphäre und Schwebetriebwerke funktionieren da nicht. Und ihr würdet da nicht mehr wegkommen. So, jetzt sind wir fast da wieder. Schub rausnehmen, bremsen. Natürlich vorsichtig anfliegen. Am besten immer so ein bisschen seitlich. Das ist am besten nicht direkt drauf zu, beim letzten, auch beim direkten Wegpunkt. Da aufpassen. Schon mal drehen. Ja, das ist hier nicht gut gemacht mit meinen Drehrotationen. Aber die Flugrichtung ändert sich dadurch ja nicht. So. Ja, auch gleich. Ein bisschen Gas geben. Ein bisschen zu früh gebremst. Da ist er. Ich sehe ihn schon. Kleiner als gedacht. Nur ein bisschen dichter fliegen. Ja, unbedingt darauf achten, Vertikalbooster. Hier sieht man da, ich habe hier 6 Stück dran. Also da drauf achten, sonst kommt ihr vom Asteroid nicht mehr weg. Und ihr müsst natürlich aufpassen aufs Gewicht. Zum Beispiel Gold Nuggets, die sind unglaublich schwer. Da aufpassen. Nicht, dass ihr stundenlang sammelt, weil die brauchen doch ein bisschen länger zum Sammeln. Und daher kommt ihr vom Asteroiden nicht weg, dann müsst ihr bei euch nichts anderes übrig. Naja, außer ihr könntet euch wiederbeleben lassen oder wieder erwecken lassen. Auf HLJ und holt dann die Sachen mit einem anderen Schiff ab. Das könnte man natürlich auch machen. Also ich musste ein bisschen Gold vernichten. Das war natürlich bitter. Aber im Grunde, also ich würde jetzt eigentlich kein Gold mehr sammeln, weil eigentlich nützt es eigentlich gar nichts eigentlich. Ich hatte noch kein Produkt, das als Erz Gold braucht. Und aber mir fällt gerade eines ein, ich glaube, es gibt irgendwie goldbeschichtetes Glas oder irgendwie sowas oder irgendwie so ähnlich. So. Jetzt haben wir ja auch eine Umlaufbahn um den Asteroiden, aber das wollen wir ja nicht. Einfach bremsen. Und was auch von Vorteil ist, wenn man C drückt, dass man hier auch diese, ob ich die da. So, aber das brauchen wir nicht, der zieht uns ja eh an. Der Asteroid. Einfach anziehen lassen. Dann sieht man auch gleich, wie die Vertikalbooster anfangen zu arbeiten. So, jetzt hier drücken, dass wir auch richtig vernünftig landen. Und oh Scheiße. So, da sind wir auf dem Asteroiden.
So, dann werde ich euch mal zeigen. Natürlich nicht vergessen. Mit dem Container verbinden. Ja, manchmal. Aber wegfliegen tut es nicht, weil der Astrogit hat ja Anziehungskraft. So, dann Scanner an. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Lesepetalit, Quarz, Chromit. Oh, das ist gut. Chromit ist gut. Das brauche ich so und so. Mit STRG machen wir das hier ein bisschen größer. Und kein Tier 1 Erz. Ach doch, Quarz. Petalit, Chromit. Als erstes gehen wir erstmal auf der Oberfläche, würde man das anders machen, aber hier kann man einfach mal einfach runter rein hier in den Astrogen. So, dann erkläre ich erstmal. Also, diese Linie hier zeigt immer, ihr habt ja gesehen, dass es einen Ping gab. Ich werde nochmal ein bisschen buddeln. Wenn das so schumm macht, so wie eben, das war ein Ping. Und dann wird die Entfernung gemessen, wie weit ich weg bin von den Erzadern. Und das ist immer diese hier vorne rechts, diese Linie. So, also wir kommen hier schon den Chromit schon dichter. Das Quarz kommt dichter und Petalit auch. Und dann buddeln wir mal noch ein bisschen weiter. Ah, jetzt wird Chromit ein bisschen gerade. So, das heißt, wir gehen jetzt. Also Chromit müsste jetzt irgendwo seitlich von uns sein. Jetzt gehen wir einfach mal in eine Richtung. Welche Richtung ist eigentlich egal. Und dann schauen wir mal, wie sich das Chromit verhält. Ziemlich seitlich. Dann gehe ich mal hier so 90 Grad Winkel. Hier mit der Taschenlampe können wir uns ein bisschen ausrichten. Dass wir sehen, dass wir auch gerade gehen. Nicht nach unten, nicht nach oben. So, weil das geht so um die 0 Grad. Wenn wir ein bisschen nach unten, nach oben gehen, ist das nicht so schlimm, aber möglichst gerade. So, mal gucken. Jetzt kommen wir dichter. Immer noch, wir kommen immer noch dichter. Immer noch dichter. Ah, jetzt geht's wieder seitwärts. Jetzt gehen wir mal hier lang. Und dann schauen wir mal. Ich glaube, wir sind schon dicht genug. Mal gucken. Das könnte jetzt könnte bedeuten, dass es entweder über uns ist oder unter uns. Jetzt mache ich mal den Scanner an. Der Scanner, also er scannt immer in die Richtung, in dem wir hier mit unserem Punkt, der Punkt hier, immer in die Richtung, wo wir hin zeigen. So hat er gesagt, entweder über uns. Da haben wir schon ein Geräusch und da ist auch das Chromit. Wir sehen ja hier, das Chromit ist hier so dunkelblau. Also jede Farbe hat, manche haben auch die gleiche Farbe. Das ist ein bisschen, vielleicht ändert sich das irgendwann noch. Jedes Erz hat verschiedene Farben, manche auch die gleichen Farben oder mehrere Erz die gleiche Farbe. Hier ist es dunkelblau und deshalb sehen wir jetzt hier auch dunkelblauen Ausschlag. Dann drücken wir einmal X. Dann haben wir keine Schwerkraft mehr. So, nochmal ausrichten. Und dann würden wir da mal, achso, hier auch wieder ein bisschen größer machen, STRG. Und dann schwimmen wir da mal in die Richtung. So, unser Chromit ist. Da ist es schon, ist es schon. Ja, so einfach ist das. Dann zeige ich euch mal noch, was ihr denn, da müsst ihr ein paar Sachen skillen, damit das gut funktioniert. Mining nach dem Vibe ist das, glaube ich, müsste das hier sein. Da heißt das ein bisschen anders. Ich komme jetzt gerade nicht drauf, wie es heißen würde. Dann schauen wir mal. Abbauspezialist, glaube ich, ist das. Hier kann man die Scannerverbesserung machen. Da habe ich schon alles auf Stufe 5 geskillt. Das ist, wie weit der Scanner die Reichweite vom Scanner. Und hier ist die Detektor-Reichweite. Da habe ich Stufe 5 noch nicht. Kann ich ja auch direkt ausbilden.
habe hier noch 18 Millionen, habe ich mir aufgehoben vom letzten Talente-Reset. Wenn ich mal schnell was brauche, dann habe ich hier ein paar Punkte verfügbar. Ansonsten reiche ich hier immer schön ein. So, was brauchen wir denn noch für Asteroiden? Wir brauchen... Ich glaube, Terraformer macht, glaube ich, den Kreis größer. Das ist so ein bisschen komisch. Den... Ja, den brauchen wir auch für 20% mehr Reichweite. Brauchen wir nicht unbedingt, aber ist von Vorteil. Geschwindigkeit. Ja, das ist das, weil es das ging ja doch ziemlich schnell eben beim Buddeln. Das ist das, das müsste das sein. Auswählbare Gläser und Kugel. Das müsste das sein. Müsste mal ein bisschen schauen, genau. Weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich glaube, das muss das sein beim normalen Baggern. Beim Abbauen ist es natürlich hier Abbauspezialist. Reichweite des Abbauwerkzeugs. Also das ist nicht das Harvesting-Tool, das Abbauwerkzeug, sondern das ist dieses hier. Da steht es auch da unten, Abbauwerkzeug. Oh, ich habe noch... Ich mach mal wieder... Achso, jetzt bin ich nach oben. Dann mache ich es mal wieder an. Und wir können mit dem Abbauwerkzeug auch wieder größer machen. Auch das normale Erz, also hier das Krater oder den Asteroiden wegminern. Und dann linke Taste gedrückt halten. Und wenn es nicht größer wird oder wenn man meint, man hat genug, loslassen. Dann gibt es auch noch den Automining. Rechte Maustaste, mittlere Maustaste. Und ich glaube, jetzt muss man einmal bestätigen. Dann geht es ein bisschen einfacher. Ja, also bei Komet, wenn man das gut ausgeskillt hat, dann geht es doch ziemlich schnell. Hey, gibt es noch ein paar. Jetzt haben wir hier so Licht. Das ist noch ein bisschen. Ja, ein bisschen buggy. Ja, jetzt muss ich mir erstmal dran gewöhnen. Ich brauche nur noch bestätigen mit der Linkmaustaste. Da brauche ich. Muss ich mich ein bisschen dran gewöhnen jetzt. Also bei Komet geht ja doch ziemlich schnell. Ich mach den mal leer hier. Das geht ziemlich schnell. Und dann werde ich nochmal... mal tiefer in den Asteroiden. Obwohl, eigentlich ist auch egal, weil ich brauche eigentlich kein Komet. Okay, lassen wir das mal sein. Machen wir die... das Jetpack aus und dann geht's mal wieder rein. Achso, Scanner wieder an. Und schauen wir mal, was hier vielleicht noch so drin ist. Jetzt gehen wir mal ein bisschen tiefer. Jetzt suchen wir nichts von den Erzen, die zu sehen sind. Jetzt schauen wir mal, ob hier vielleicht auch noch ein anderes Erz ist. Und eine lustige Sache. Bei den Asteroiden, man kann bis zum Kern, das wären dann 500 Meter, wenn man bis zum Kern vordringt, dann kann man, dann dreht man sich um die eigene Achse sozusagen. Das ist dann manchmal ziemlich lustig. Ja. Ja, je näher wir den Kern kommen, umso weniger wird natürlich die Anziehungskraft, ist ja klar. Ja, und um zu gucken, ob hier noch andere Erze sind, empfiehlt es sich tief in den Asteroiden. Weil je tiefer wir sind, brauchen wir weniger Wegstrecke, um hier einmal den Asteroiden zu umrunden. Im Asteroiden drin selber, ne? Ist ja. So, ich gehe mal so ungefähr, warte mal, ich habe eine Reichweite von 400 Meter, ja, gehe ich mal so 150 und so als Orientierung. Ich orientiere mich nach meinem Schiff. Dann gehe ich einfach mal ein bisschen nach unten, dass ich nicht wieder rauskomme. Da, ja. Ah, siehst du. Da ist schon was. Kryolith oder was steht da? Kryolith. Ja, ne? Ja, Kryolith. Ja, schon was gefunden.
Also hier ist meistens auch T3 mit drin. Kryolit, das braucht man, glaube ich, auch für Warp-Zellen. Also mit Warp-Fliegen, das wäre schon ganz wichtig. Jetzt sieht man schon, wir entfernen uns ein bisschen vom Kryolit, warum auch immer. Gehen wir mal in die Richtung. Also hätte ich jetzt nichts gefunden, wäre ich einmal um den Asteroiden herumgegangen. Aber jetzt haben wir ja einen Ausschlag. So, dann gehen wir mal da in die Richtung. Ja, jetzt kommen wir ein bisschen dichter. Ja, ich glaube, ich habe es euch ja beim Kommit gezeigt. Also ich glaube, da brauche ich jetzt nicht hinwandern bis zum Kryolit. Weil das bringt jetzt so nichts. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie das Asteroiden-Mining hier funktioniert. So. Ja, ganz wichtig, die Vertikalbooster. Und baut Schiff, zumindest für die PvP-Zone, dass ihr einen bannen könnt. Wenn es weggeschossen wird, dann ist es auch egal. Und lieber öfters mal fliegen und weniger sammeln. Dann ist das nicht so schlimm. Und wie man sieht, das einzige Problem ist, man weiß natürlich vorher nicht, was auf dem Asteroiden ist. Da muss man dann halt viel. Am besten ist immer die zuerst nehmen, die noch nicht entdeckt wurden. Also die noch rumort sind. Dann ist man der Erste, da kann man sicher sein, dass man da auch noch was findet auf Asteroiden, die schon broadcastet sind. Da kann es passieren, vor allem nach dem Vibe. Ich hatte es selber auch schon erlebt, ich hatte tatsächlich einen Asteroiden, wo ich nichts mehr gefunden habe. Da war überhaupt kein Ausschlag mehr auf dem Scanner. Das ist aber schon lange her. Das war zu der Zeit, als es losging mit den Asteroiden. Es kann schon mal vorkommen, dass hier ein Asteroid wirklich leer gemeinert wird und nichts mehr vorhanden ist. Das war aber auch ein Basic. Okay, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen was zeigen über Dual Universe, was man hier so machen kann. Ja, dann bis zum nächsten Video. Bye, bye.